Jo, für euch fast eine Woche, für mich ein paar Sekunden. Aber wie versprochen, hier das zweite Video. Und ich erkläre euch jetzt erstmal, oder wir gehen einfach mal rein in den Wald. Wir gucken uns die Bäume an. Ich werde hier und da mal, was mir aufgefallen ist, mal zeigen. Ich kann noch nicht alle Baumarten auseinanderhalten. Also nicht allein von der Rinde. Vor allem bei Nadelbäumen fällt mir das noch ein bisschen schwerer. Eine Tanne, Fichte und ja, eine Lärche kriege ich noch so gesehen vom Baumwipfel her. Aber es ist schon ein bisschen tricky für einen, der jetzt noch nie so wirklich was damit zu tun hatte. Aber lass mal reingehen, mal gucken, was da so drin ist in dem Wald. Auf geht's. Ja, der Wald besteht überwiegend aus Fichten. Das ist so der Brotbaum gewesen, beziehungsweise der Baum, der am schnellsten wächst, sehr gerade wächst, wie ihr seht. Also die Stämme, die sind sehr, sehr gerade, haben kaum irgendwelche Kurven drin, eignen sich dementsprechend perfekt als Bauholz, weil man dort halt gerade Bretter, gerade Balken, was auch immer man braucht, halt zurechtsägen kann. Und er wächst auch noch sehr schnell. Also die Baumart wächst sehr schnell und ist der perfekte Forstbaum, um ihn halt als Nutzholz zu nutzen. Leider leidet das Ganze momentan drunter, denn die Fichte ist ein Flachwurzler. Das heißt, diese Wurzeln, die jetzt unten reingehen, die gehen nicht tief in die Erde rein, sondern gehen an der Oberfläche entlang und bewegen sich überwiegend an der Oberfläche. Ich guck mal zu, dass wir gleich vielleicht noch irgendwo eine Wurzel finden, die rausragt oder ein Baum, der umgekippt ist, dann kann man das ganz gut sehen. Und das Problem dabei ist halt leider, dass die Fichte halt sehr schnell austrocknet. Hier hat man zum Beispiel einen ausgetrockneten Baum, der stirbt halt irgendwann. Also dadurch, dass er austrocknet, kann er sich nicht mehr gegen den Käfer wehren. Der Käfer bohrt sich rein. Man sieht hier überall diese Bohrlöcher, ne? So Löcher, die hier rein sind. Der Käfer fängt an, die Rinde anzugreifen, beziehungsweise die Kanäle, die da drunter sind. Und die Kapillare, ne? Mal einen Fachbegriff genannt, den ich mal ganz kurz gelernt habe, erkennt man ziemlich gut den Käfer an den Fraßgängen, ja? Also die Rinde, die hat solche Fraßgänge. Versuchen wir mal einen richtigen zu finden. So, bei dem Gefällten hier sieht man das schon mal ganz gut. Wie ihr seht, sind das hier so Fraßgänge. Der Käfer, der bohrt sich rein, frisst die Rinde an, unterbricht dadurch die Kapillare. Der Baum kann sich nicht mehr mit Feuchtigkeit bzw. mit dem Saft, Baumsaft, halt versorgen und trocknet dementsprechend aus und stirbt. Eigentlich wehrt sich der Baum ziemlich gut gegen die Käfer. Das sieht man hier zum Beispiel bei dem. Da tritt halt Harz aus. Also bei jeder Bohrung oder überall bei jeder Beschädigung, die der Baum halt bekommt, durch zum Beispiel einen Käfer, der sich reinbohrt, wehrt der Baum sich hier mit so einem Harz. Aber das kann er nur dann tun, wenn er genug Wasser halt gezogen hat, wenn er genug im Saft steht. Und dann kann er sich halt gegen den Käfer wehren. Und das Problem ist halt bei den Fichten, dadurch, dass das Flachwurzler sind und die Oberfläche ziemlich schnell austrocknet, dann kann er kein Wasser ziehen, weil er keine tiefen Wurzeln hat, die zum Beispiel bis in die wasserführenden Schichten, ich sage jetzt extra mal nicht Grundwasser, aber schon irgendwo so weit in die Tiefe vorantreibt, wo noch Feuchtigkeit ist im Boden. Und bei sehr starken Hitzeeinstrahlungen, zum Beispiel jetzt im Juli oder August in den letzten Jahren, trocknet der Boden so weit aus, dass die Fichte halt dementsprechend kein Wasser mehr ziehen kann. Und so wie sie das Wasser verbraucht hat, was sie gespeichert hat in dem Stamm oder in den Baumwipfeln, dann war es das gewesen. Und dann kann sie sich halt nicht mehr so gut gegen den Käfer wehren. Game over. Ja, das passiert jetzt momentan so weltweit, beziehungsweise flächendeckend hier in Deutschland. Und wir müssen halt gucken, dass wir da irgendwie dagegen wirken oder andere Bäume anfangen zu pflanzen, damit die Wälder nicht komplett aussterben. Aber auch stärkere Bäume können natürlich Schäden haben oder irgendwelche hier. Ich weiß gar nicht, was hier genau passiert. Es sieht eigentlich aus, als ob es verbrannt wäre, weil es so schwarz ist. Aber es kann gut sein, dass hier jemand, man sieht es hier noch, mit einer Axt reingehauen hat und dann das Harz angezündet hat. So sieht das aus hier. Aber das muss auch schon ein paar Jahre her gewesen sein. Jedenfalls ist der Baum gut beschädigt. Er steht zwar noch, er ist sogar noch grün,
also oben am Baumwipfel, obwohl er hier die Hälfte weggehauen hat. Da sieht man mal, wie stark so ein Baum, also was da passieren muss, um ihn überhaupt umzubringen. Ach, guck mal, hier unten sogar auch noch. Naja, aber hier so Bäume, die werden es natürlich nicht ins hohe Alter schaffen. Die kann man dann halt schon ein bisschen früher rausnehmen und das wird dann wahrscheinlich jetzt passieren. Ja, was haben wir noch hier? Hier stehen noch so ein, zwei, ja, so Sträucher. Was das genau ist, kann ich euch nicht sagen. Hier ist zum Beispiel auch so ein Pilzbefall wahrscheinlich oder was auch immer das ist. Ist auch trocken, ist wahrscheinlich auch schon tot. Ja, so ein paar Sträucher stehen hier dazwischen. Das hier ist auch ein Strauch, der hat so ein bisschen spitzere Zacken, spitzere Äste. Genau kann ich euch nicht sagen, aber das ist ja schon mal was Cooles, dass man sich damit dann auseinandersetzen muss und rausfinden, was das hier genau ist, was für ein Strauch und wie das Ganze halt dann harmoniert oder was bei mir so wächst. Ja, hier bei dem kleinen Stück sieht man nochmal ziemlich genau, was ich meine, dass die schwachen Bäume von Natur aus schon umkippen bzw. nicht weiter wachsen, schwach werden, ja. Und dementsprechend bei Wind oder sonst irgendwas halt umkippen. Hier wurde halt null aufgeräumt, die liegen alle so ein bisschen kreuz und quer, beziehungsweise hängen da noch drin. Oder halt hier so schwache Bäume, die dann vom Käfer angegriffen werden. Und dementsprechend absterben, immer trockener werden und irgendwann beim Windstoß brechen die dann ab und fallen um. Hier müssen wir also ein bisschen aufräumen, das ganze Zeug mal rausnehmen und wenn das alles, also das ganze Totholz weg ist, beziehungsweise mal gucken, wie ich das dann auf dem Boden verteile, weil das Totholz dient ja auch irgendwo als Nährstoffe für die nächsten Generationen. Also in dem Moment, wo dann Moose oder Pilze oder Tiere das Ganze dann zersetzen, sind diese ist das Totholz nachher auch irgendwo so ein natürlicher Nährstoff für den Waldboden. Und super wichtig auch für das Ökosystem. Also man muss nicht unbedingt alles rausnehmen oder alles aufräumen, alles das ganze Geäst, was hier rumliegt, das darf schon noch hier verrotten und den anderen Generationen halt irgendwo als Nahrung dienen. Hier ist jetzt ein bisschen größerer umgekippter Baum, also die Stammstärke ist schon so, ja, sagen wir mal 30 cm Durchmesser ungefähr, aber obwohl der Baum, sagen wir mal, fast 10 Meter hat, würde ich sagen, und 30 cm Durchmesser, sind die Wurzeln halt nicht so krass ausgeprägt. Und da sieht man halt das Problem bei diesen Fichten, dadurch, dass sie halt nur an die Seiten halt rausgehen und keine tiefe Zentralwurzel haben. Jetzt gucken wir mal genau in der Mitte drunter. Ja, da wo der Baum halt ist, es geht halt nichts in die Tiefe. Und der Baum, der hält sich nur über diese an die Seiten wegziehenden Seitenwurzeln. Und ja, wenn die halt durchtrocknen, austrocknen, brüchig werden, verliert der Baum beim ersten Windstoß Halt und kippt dementsprechend um. Hier total spannend, habe ich so noch nie gesehen, wirklich nicht. Also ein Hybridbaum, ohne Scheiß. Also das hier ist eine Fichte, die gerade nach oben wächst. Und direkt angrenzend ist eine Kirsche, also ein Kirschbaum. Und beide haben einen Stammfuß. Also die wachsen irgendwie zusammen. Das habe ich so noch nie gesehen. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass der eine Baum unter den anderen gewachsen ist oder so, sondern das ist ein verbundener Baum und zwei verschiedene Baumarten. Also wir haben einmal hier einen Kirschbaum, ja, und dann hier die Fichte. Also das habe ich so noch nie gesehen. Total spannend. Komisch. Okay, jetzt sind wir ungefähr 70 Meter im Wald drin und ab hier sieht man so eine Grenze, als der Mensch aufhörte, die Fichten und Tannen zu pflanzen, wie es halt hier vorher ausgesehen hat. Hier sind überall noch, ja, Kirschbäume, Haselnusssträucher und das ist so das äußere Ende von dem Grundstück. Das geht jetzt noch ungefähr 20 Meter darunter und bis es dann zum Ende kommt. Aber das hier ist auch interessant für mich selber, weil man halt zwei verschiedene Vegetation, also zwei verschiedene Wälder quasi auf einem Grundstück hat. Einmal halt diesen dicht gepflanzten Fichtenwald, ne, der ziemlich hoch ist, und dann diese, ja, wild gewachsenen Kirschbäume, würde ich sagen, mit den Haselnusssträuchern. Also hier so ein Haselnussstrauch und dieser Kirschbaum
ist alles hier so ein bisschen an dem äußeren Ende von dem Grundstück. Und hier können wir noch ein paar andere Sachen probieren. Wie wenn man hier das Totholz weghaut. Und hier ist auch viel mehr Moos auf dem Boden. Hier wachsen Brombeeren, hier wachsen andere kleine Sträucher. Ja, es ist auch spannend, halt dementsprechend zwei verschiedene Vegetationen zu haben und sich da mal hier ein bisschen auszuprobieren. Ja, das war mal jetzt so ein kleiner Überblick über das ganze Grundstück. Mal kurz abgelaufen. Wie gesagt, 25 Meter in der Breite, 100 Meter in der Länge. Entsteht so ein kleines Flurstück, so ein Karree. Und das Coole ist halt, wie gesagt, mit diesem noch, sagen wir mal, Wildwald aus Sträuchern und Kirschbäumen und vielleicht steht da noch was anderes drauf. So genau habe ich da noch gar nicht hingeguckt. Und zum anderen hier diesen, ja, vor 60, 70 Jahren gepflanzten Fichtenwald, der dementsprechend jetzt schon, ja, stattliche Bäume hat, würde ich sagen. Also die Dinger, die gehen schon gut hoch. Ja, aber so viel erstmal hier an der Stelle. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Nächste Woche, beziehungsweise im nächsten Video, gucke ich zu, dass wir vielleicht schon mal ein bisschen Action machen und einen Baum fällen oder so. Ich muss mich noch ein bisschen mehr reinfuchsen in diese ganze Materie, in Bäume benennen und was ich euch dazu alles so erzählen kann, damit das alles nicht so laienhaft alles rüberkommt. Freut mich aber riesig, wenn ihr dabei bleibt, wenn euch das Ganze interessiert. Wir werden auch gucken, dass wir bald irgendwie hier anfangen zu pflanzen und wie wir das Ganze vorbereiten. Ich habe da mega Bock drauf. Ich muss, wie gesagt, noch gucken, dass ich irgendjemanden finde, der mir das Ganze, der mich so ein bisschen unterstützt, ein bisschen Expertise mit reinbringt. Wenn ihr irgendwelche Kommentare oder so loswerden wollt, irgendwelche Tipps, Anregungen, schreibt es einfach unten hin. Ansonsten alles andere steht in der Beschreibung. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.